Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen beim Talkradio, willkommen bei Domian. Heute Nacht wird es bei uns wahrscheinlich ein bisschen ernster zugehen als sonst. Das Thema der Sendung heißt nämlich ungewöhnliche Krankheiten. Und ich möchte gerne mit betroffenen Leuten reden. Mit jungen Leuten und auch mit älteren Leuten, die an einer nicht allgemein bekannten Krankheit leiden, sehr leiden und deshalb vielleicht auch oftmals in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stoßen oder gar auf Vorurteile. Und ich hoffe, dass wir im Rahmen einer so kleinen Sendung, wie diese es hier ist, vielleicht etwas gegen diese Vorurteile tun können und etwas informieren können. Die Telefonnummer, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, die übliche Telefonnummer 0130 2911, 0130 2911. Konstanze, 34 Jahre, hallo. Hallo. Hier ist die Konstanze. Also ich kann dir gar nicht so gescheit dienen, mit, dass ich an der Krankheit leide, beziehungsweise, gegen diese Formulierung habe ich eigentlich was. Also ja. Ich bin erkrankt an meiner Krankheit, aber ich leide nicht mein Leben lang an dieser Krankheit. Ja. Magst du über die Krankheit erstmal erzählen? Ich habe eine ganz, ganz seltene Hauterkrankung. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich auf jeden mechanischen Reiz, also Druckstoß, Reibung, solche Sachen, da löst sich meine oberste Hautschicht ab, entweder in Form von einer Blase, wie eine Brandblase, oder eine Schürfung, wie eine ganz normale Hautabschürfung. Konstanz, also wenn du, das habe ich jetzt gerade sowas nicht an, wenn man ein Hemd mit einem Druckknopf hat zum Beispiel und drückt diesen Knopf zu, ja, dann drückt man ja auf die Haut. Ja, das, dann hätte ich darunter eine Verletzung. Das löst das dann schon aus? Ach. Also das ist unterschiedlich, wie extrem schnell das geht. Also ich habe empfindlichere Hautstellen und weniger empfindlichere, ja, aber das kann schon sehr schnell gehen. Wie ist das, wenn du deine Schuhe mal zu feste bindest? Ja, also erstmal Schuhe zu finden, die mich nicht verletzen, ist schon mal sehr schwierig. Ja. Und ja, das ist schon ein Problem. Also da muss man schon sehr gut suchen und dann auch halt unter Umständen mal Schuhe zweimal anziehen und dann feststellen, nee, die muss ich irgendjemand weiterschenken. Was sind denn so die Hauptprobleme zum Stichwort Kleidung? Abgesehen jetzt mal von den Schuhen. Was? Ich fragte, was sind denn die Hauptprobleme so zum Stichwort Kleidung? Also Kleidung, denke ich, ist nicht das Grundproblem. Das kriegt man in den Griff. Da muss man sich halt etwas danach richten. Und das ist nicht das Grundproblem. Ich denke, größere Probleme sind halt, also dass es, bei meiner Form, da gibt es verschiedene Formen, und bei meiner Form ist es so, dass das mit Narben abheilt. Also die Abheilung dieser erfolgten Verletzungen, da entstehen Narben. Mhm. Und dann entstehen halt an den Händen ganz starke Kontrakturen, das heißt, die Finger verkrümmen sich, ja, und können auch zusammenwachsen, was natürlich zur Folge hat, dass sich wesentlich weniger gut handhaben lässt, alles, was man, ja, tun will. Und dass bei mir auch die Schleimhaut betroffen, oder bei uns mit der Form auch die Schleimhaut betroffen ist. Und ich habe ungefähr in der Speiseröhre einen Durchgang von 2 mm. Das heißt, ich brauche elend viel Zeit zum Essen. Ja. Und das ist auch sehr schwierig. Also viele von uns können sich nur mit flüssiger oder breiartiger Nahrung ernähren. Das heißt, das setzt sich, sage ich jetzt mal, im Inneren dann auch noch fort. Ja, genau. Ja. Also wenden nützt nichts, das ist dann innen genauso wie außen. Ja. Aber ich denke, also auf was ich eigentlich eher eingehen wollte, ist so, das ist so der äußere Rahmen oder, ja, die medizinische Seite. Ich denke, das hat halt auch das wirkt sich ja unwahrscheinlich aus auf das tägliche Leben. Ja, auf was musst du zum Beispiel besonders achten? Auf alles. Ich muss unheimlich darauf achten, dass mir zum Beispiel niemand auf den Fuß tritt. Ja. Oder ja, dass mich niemand anrempelt. Sind die Hände an sich auch sehr empfindlich? Ja. Das heißt, man dürfte die auch gar nicht fest die Hand geben? Ja, also wenn ich jemanden treffe, den ich von Weitem ansehe, der könnte so viel Kraft haben, dass er mir die Hand kaputt macht, dann muss ich schnell vorher eine Warnung loslassen. Ja. Was mich aber nicht hindert, auf Leute trotzdem zuzugehen und mich auch ins Getümmel zu werfen. Und, ja. Ich lebe
sehr extrem. Also, oder was heißt extrem? Also für meine Verhältnisse, ich lebe nicht zurückgezogen und ich lebe nicht in Watte gepackt und nicht im Glashaus. Wobei, du musst ja immer mit den Leuten reden. Die kennt ja wahrscheinlich kein Mensch, diese Krankheit. Ja, ne? Ich habe aber gerade im Vorgespräch mit einem Kollegen schon gesagt, dass ich eigentlich manchmal denke, das ist ja ein Vorteil. Ich habe schon andere Leute erlebt, die an irgendwelchen Krankheiten oder Behinderungen leiden, die man nicht sieht. Ja. Und wo ich manchmal das Gefühl habe, die haben auch so die Möglichkeit, sich dann zu verstecken und das nicht zu bekennen und leiden dann eigentlich auch viel mehr drunter. Ich habe nie die Möglichkeit, dass jemand nur am Telefon, du siehst mich jetzt nicht, aber ich denke, das muss nicht ein Vorteil sein. Oder also das sieht schon schlimm aus. Und ich denke, viele Leute denken, ich habe einen ganz schweren Autounfall gehabt und vielleicht Verbrennungen gehabt oder sowas. Aber im Gesicht sieht man es auch immer wieder. Ja. Wenn irgendwie was passiert ist. Ja. Letzte Woche habe ich mir mal nachts dumm ins Gesicht gelangt. Mhm. Und das war dann also, oder passend zu Karneval hatte ich dann auf der Nase eine Blase. Das war dann halt, Wie weit geht das denn, wenn man dir jetzt einen Knutscher auf die Wange gibt? Muss man da auch vorsichtig sein schon? Nee, das eigentlich nicht. Also ich denke, die Leute, die mich kennen, die können mich die auch haben. Die knutschen dann ein bisschen vorsichtiger. Das geht, ja. Konstanze, also, wie lange hast du diese Krankheit schon? Das ist angeboren, das ist erblich und angeboren. Ja. Das gibt es eigentlich nicht erworben, sondern doch eine erworbene Form gibt es. Aber sonst ist es immer von Kind an, was natürlich für Kinder ganz erhebliche Probleme mit sich bringt. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, bist daran gewöhnt. Du hast für das Gespräch gerade begonnen und hast gesagt, diese Formulierung daran leiden, das gefällt dir gar nicht so gut. Erklär das mal ein bisschen ausführlicher. Ich denke, ich habe die Krankheit, aber es ist nicht so, dass ich Tag und Nacht leide. Also ich finde, das macht immer so einen jämmerlichen Eindruck. Ja, das macht so den Eindruck, ich habe die Krankheit und das bestimmt alles, was ich tue. Und ich leide schrecklich und ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Heilung und wenn ich nur gesund wäre. Das heißt, du hast dich damit arrangiert? Ja. Und du wirst die Krankheit wahrscheinlich auch nicht mehr los, solange du lebst. Ja. Und versuchst, wie du es gerade auch geschildert hast, ein relativ normales Leben zu führen. Und verkehrst auch nicht nur mit Leuten, die sowas Ähnliches haben. Das sind wahrscheinlich eh ganz wenige. Das wäre ganz schwierig, weil dann müsste ich hunderte von Kilometern jeden Tag zurücklegen. Wir sind ungefähr 120 im ganzen Bundesgebiet. 120 nur. Aber es gibt da schon eine Selbsthilfevereinigung, mit der du auch in Kontakt stehst. Ja. Wie ist es so, wenn du Männer kennenlernst? Ist das da eine besondere Schwierigkeit für dich, das dann zu erklären? Also wenn das Männer sind, die ich beabsichtige zu heiraten oder sonst was, dann ist für mich war das bisher dann, in meiner Biografie war das so, dass ich niemanden kennengelernt habe, mit dem ich eine Beziehung habe. Ja. Ich habe aber ganz arg viele Freunde und wirklich ganz tolle Freunde, auf die ich mich also in jeder Situation verlassen kann. Und auch viele männliche Freunde, aber eine Partnerschaft habe ich in meinem Leben jetzt nicht erlebt. Liegt das auch an der Krankheit? Sicher zum Teil, ja. Und dann liegt sicherlich auch in meiner Biografie. Ich habe einfach von meiner Erziehung her sehr früh auch so ein Touch mitgekriegt, so von dass es für mich nicht möglich ist. Und das dann sicherlich auch an potenzielle Freunde so weitergegeben und denen eigentlich damit auch wieder aus der Segel genommen. Ist es denn so, dass die Empfindlichkeit, also diese Krankheit, sich beispielsweise auch in den inneren Geschlechtsorganen zeigt, wenn es sich in der Speiseröhre schon zeigt? Ganz, ja. Ja, das auch. Aber wir haben inzwischen, also ich betone es wirklich, dass es an meiner Biografie festzumachen ist jetzt im Moment, weil wir haben Frauen in unserer Gruppe und auch Männer, die mit der gleichen Schwere wie ich betroffen sind und die halt verheiratet sind und auch Kinder haben. Also ist das dann noch ein eigenbiografisches Problem für dich oder bei dir? Ja, für mich ist es ein Problem, weil ich denke, das ist so der einzige Punkt in meinem Leben, wo ich denke, da hat sich was nicht erfüllt, was ich gerne hätte. Was hast du für einen Beruf? Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin. Ja, und im Beruf geht das dann auch? Nein, ich kann gar nicht berufstätig sein. Ich bin seit drei oder vier Jahren bin ich ganz schwer nierenerkrankt dazu, als Folgeerscheinung von meiner Krankheit und bin seit 2,5 Jahren dialysepflichtig. Und mein Tagesablauf, jeden Tag habe ich einen Verbandwechsel von 3 Stunden, den morgens eine Gemeindeschwester für mich oder mit mir macht. Ein Verbandwechsel? Verband, ja, weil die Wunden oder die Verletzungen, die ich habe, die muss man pflegen. Ja. Und das dauert so 3 Stunden. Mhm. Und dann habe ich 3-mal in der Woche 4 Stunden Nachmittagsdialyse. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag habe ich ungefähr 7 bis 8 Stunden nur mit meiner Krankheit zu tun. Mhm. Da bleibt eigentlich keine Zeit für Berufstätigkeit. Mhm, ja. Leider. Konstanze,
Weißt du, was mir auffällt? Was? Das ist ziemlich, also für jemanden, der gesund ist, klingt das hart, was du da erzählst. Ja. Und wie, ja, wie paurig du rüberkommst. Und ich wie paurig. Auch. Das also finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Ja, ich denke, aber das ist irgendwo was, wo ich mich irgendwann entschieden habe. Also entweder ich lebe damit oder ich lasse mich nicht von der Krankheit leben. Oder ich möchte einfach mein Leben in der Hand behalten. Ja. Und das habe ich sicherlich auch. Finde ich irre beeindruckend. Ja, es macht, aber ich denke, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, als ob es so easy wäre. Also ja, ich, ja, so manchmal, ich habe schon Zeiten, wo es mir wirklich zum Hals raushängt und wo ich denke, also da bewundere ich schon Leute, die dann so wirklich sich um Zeug Sorgen machen, da wo ich wirklich bloß manchmal müde zu lachen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich denke, es ist wichtig, dass man trotzdem lebt. Und ich denke, vielleicht ist das ein Sinn meiner Krankheit, auch anderen Leuten zu zeigen, dass es einen Sinn auch in so einem Leben gibt. Ja. Das ist für mich ein ganz tiefer Sinn. Weil ich denke manchmal, Leute, die mich angucken und denken, oh Gott, das arme Kind oder die arme Frau oder sowas, denke ich manchmal, die sind viel ärmer dran als ich, nur denen sieht man es halt nicht an. Konstanze, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ja, okay. Und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, danke schön, ciao. Ursel, 46 Jahre. Ja. Hallo Ursel. Hallo Domian. Ja, ungewöhnliche Krankheiten heißt unser Thema. Ja, also ich habe von Geburt an eine besonders schwere Bindegewebsschwäche. So nennt man das wohl. Ja. Und die ist erst nach 46 Jahren festgestellt, 44 Jahren festgestellt worden. Also vor 2 Jahren erst? Erst vor 2 Jahren. Und wie macht sich diese Bindegewebsschwäche bemerkbar? Ja, also ist der ganze Körper eigentlich betroffen, vor allen Dingen innere Organe und auch äußerlich sehr. Ich bin also nicht sehr groß, 1,24 bloß. Mhm. Und muss man sich das so vorstellen, dass du sehr aufgeschwemmt wirkst, dass sich die Haut eher aufquillt? Nee, das weniger. Das nicht? Eigentlich ziemlich normal. Aber wenn man das lustig nehmen will, kann man es vielleicht mit einem Frosch vergleichen. Also die Arme und Beine sind eigentlich so ziemlich normal. Ja. Also von der Länge, denke ich mal. Mhm. Aber der Körper ist doch ziemlich klein. Mhm. So eher so ein bisschen zusammengequetscht. Ja. Und dadurch fallen mir eben auch Rippen fehlen und ja, so verschiedene Sachen, liegen die Organe nicht an den richtigen Stellen. Aber das hat ja mit der Gewebsschwäche nichts zu tun. Ja, das muss schon damit zu tun haben. Mhm. Also weil diese Bindegewebsschwäche, die wirkt sich ja auf Muskeln und Knochengewebe aus. Mhm. Und dadurch ist habe ich eine ganz schlimme Wirbelsäulenverkrümmung. Ach so, ja. Und die drückt ja die Organe an die Stellen, wo sie will. Wie kommt das denn dann, dass man das erst vor 2 Jahren festgestellt hat, wenn das so offensichtlich zu sein scheint? Ja, das weiß ich selber nicht, weil ich bin in der DDR aufgewachsen, mhm. 1950 geboren eben. Und da hat man mir immer erzählt, dass meine Mutter während der Schwangerschaft im 8. Monat gefallen wäre. Mhm. Und hätte mich aber noch normal ausgetragen und ich bin dann eben so geboren. Mhm. Und im Laufe der Zeit ist sehr viel dazugekommen und niemand hat mich eigentlich aufgeklärt. Ja. Und dann bin ich 1985 nach Niedersachsen übergesiedelt. Ja. Und da bin ich natürlich ärztlich anders betreut worden. Und vor 2 Jahren hatte ich so einen Verdacht auf ein Ödem, also auf einen Tumor oder so im Bauch. Und da bin ich in so eine Röhre reingekommen, CT. Ja. Und da haben sie das festgestellt. Nachdem die das jetzt festgestellt haben, ist das jetzt in irgendeiner Weise, wird das behandelt? Nee, das kann man nicht mehr. Dann nach so vielen Jahren ist es sozusagen versaut, da kann man nichts mehr dran machen. Also wie du es jetzt geschildert hast, ist das erstmal äußerlich so ein kosmetisches Problem, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also hast du denn irgendwelche Leiden damit auch verbunden? Waren ja, die damit natürlich. Verbunden? Ich kann also schlecht laufen, rechtzeitig fast gelähmt von der Hüfte an. Ach so, ja. Habe auch ein verkürztes Bein, 12,5 Zentimeter, sehr krumm, sehr schief eben alles. Aber verursacht das auch Schmerzen, permanente? Ja, also mit der Zeit, also es wird eigentlich immer schlimmer. Mhm. Weil ja im Alter, man wird ja auch, ein normaler Mensch wird ja immer ein bisschen kleiner und mehr zusammen. Und je mehr sich das zusammendrückt, je mehr sucht sich ja alles seinen Weg. Mhm. Zum Beispiel die rechte Lungenflügel ist sehr hochgerutscht. Ist also schon so ein bisschen mehr unterm Schulterblatt alles oben. Ja. Und zum Beispiel habe ich rechts keine Niere, dafür sind beide links und liegen noch über Kreuz. Und naja, ich bekomme jetzt eben Schwierigkeiten mit Luft, weil ja auf Lunge und gegen Herz drückt.
und sowas alles. Ist es denn so, wenn man das früher behandelt hätte, vielleicht schon als Kind, dass man dir hätte helfen können? Dass also man hätte ich denke doch, weil ich nehme an, dann hätten sie mir mehr stützende, also für die Wirbelsäule mehr stützende Korsetts oder irgendwas gegeben, was doch das ein bisschen gestärkt hätte. Weil die Wirbelsäule ist wohl extrem, wenn man sich das vorstellt von der Halswirbelsäule, und dann geht es ein Stück normal runter, ja, also einigermaßen normal, und dann macht das wie so eine Büroklammernknick. Nach links jetzt meinetwegen, und dann geht es wieder ein Stück wieder runter, und dann ist sie gedreht. Und diese, ja, wie sagt man, ja, Knochen kann man ja nicht sagen, die da geschlossen sind, die Ringe an der Wirbelsäule, die sind bei mir offen zum Beispiel. Ja. Hast du im Nachhinein, hast du Wut, dass man dir nicht geholfen hat? Denkst du darüber nach, was wäre, wenn? Nicht. Ich bin also ein ganz lustiger, optimistischer, eigentlich sehr temperamentvoller Mensch. Ja. Und ich denke mir, da ist verschenktes Leben. Das wenn ist ich da jetzt drüber nach. Ist nun mal so passiert. Ja, ich bin ein bisschen wütend, dass sie mich so ein bisschen drüben verscheißert eigentlich haben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gemerkt haben. Ja. Und so mich so ein bisschen haben hängen lassen. Ja. Wie sieht's denn im Moment aus? Du bist 46 Jahre alt. Also nächste Woche, ja. Nächste Woche, 45 Jahre alt. Ja, aber mach nichts. Dann bist du Rentnerin. Oder arbeitest du noch? Nein, ich kann nicht arbeiten und ich bekomme aber auch keine Rente. Also bin ich eigentlich auch nicht Rentnerin. Du, ja, von was lebst du? Ja, von meinem Mann. Von deinem Mann, ja. Ich bin also seit im April, 15. April, bin ich 18 Jahre verheiratet. Ja, das ist doch toll. Ja, ich habe einen ganz, also wie man so schön sagt, normalen, gesunden Mann. Ja, und eine also gute Ehe. Also ich bin 1,24, er ist 1,78. Das ist ein Unterschied, ne? Ja, doch, alles klar, aber man kommt dann alles ran, was man will. So. Also ich führe ein ganz normales Leben. Ja. Mein Mann ist auch viel weg. Der ist, wie man so schön sagt, Landschaftsbetrachter, Fernfahrer. Ja. Und ja, ich habe viele Freunde. Ursel, du sagst gerade am Anfang, dass viele unbekannte Krankheiten bei den Leuten Vorurteile und Unverständnis auslösen. Mhm. Kannst du da ein Lied von singen oder ist es bei dir recht glimpflich abgegangen, so mit der Reaktion von den anderen Leuten? Also ich habe sowohl als ob erlebt, aber mehr positiv. Weil ich denke mal, also ich bin ja schon froh, dass ich mal bei dir in der Sendung bin. Ich wollte nämlich, ich rede ja nicht so gern über meine Krankheit, aber so hatte ich eben jetzt auch die Möglichkeit. Und ich denke mal, manche Leute machen sich das auch wirklich unheimlich schwer und haben das ja nicht so. Wenn man jetzt so ein Leben hat, muss man versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Weil es hilft ja nicht, man hat ja nur das eine. Ja. Und ihr habt einen intakten Freundeskreis? Alles ist okay. Alles und ist okay. Ich habe auch keine Schwierigkeiten, mit Leuten umzugehen. Mhm. Denn sozusagen, wenn ich die Klappe aufmache, dann sind sie das Eis gebrochen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere schon irgendwie ungewöhnlich reagiert, aufgrund deiner Größe. Ne? Ja, sie sind schon schockiert. Mhm. Ich habe auch eine Feststellung, die macht eine ganz komische. Also wenn ich zu Hause bin, dann laufe ich ja so rum, dann kann ich noch laufen. Mhm. Und wenn ich draußen bin, habe ich einen elektrischen Rollstuhl. Ja. Ist aber ein ganz toller, sieht aus wie ein kleines Auto, also macht schon ein bisschen was her. Mhm. Und wenn ich da mitkomme, dann kommen mir die Leute irgendwie, wie soll ich sagen, besser entgegen. Mhm. Weil ich nehme mal an, durch meine Größe, diesen komischen Gang und so, dass die Leute dann doch eher einen Schreck bekommen, wenn ich laufe. Sind die verwirrter als denn mit dem Rollstuhl? Ja, denke ich. Ja, ja, die haben dann erstmal das Gespräch, der Rollstuhl und... Ja. Ja, und ich weiß nicht, da muss ich wohl irgendwie eine andere Ausstrahlung haben. Ja. Also nicht so als Bedrohung gelten, denke ich mal. Also ist jetzt von ja, ich denke mal ganz einfach, dass die meisten an Rollstühle mittlerweile gewöhnt sind. Ne? Ja, die gehören zum Straßenbild, aber jemand, der so aussieht wie du und wie du dich beschrieben hast, das ist ungewöhnlich. Ne? Da ist man dann vielleicht verschreckt. Also das ist auf alle Fälle ungewöhnlich. Ist es. Wie sieht das denn noch aus mit, kriegst du irgendwelche Medikamente oder muss alles so weiterlaufen? Also ich bin jetzt seit 2 Jahren, habe einen Dauerkatheter wegen Blasenschwierigkeiten. Ja. Und ansonsten, ja, was auch viele andere Leute kriegen, hoher Blutdruck ein bisschen und Antibiotika durch diesen Dauerkatheter. Ja, weil da Entzündungen entstehen. Ja, genau. Also ist ja immer so ein bisschen so ein Antibiotika, die greifen ein bisschen das Immunsystem an, dann kriegt wieder dafür eine Tablette, damit es stärkt. Und so ein bisschen kleiner Laufkreis. Und mittlerweile eben, was mir überhaupt nicht gefällt, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, dass ich doch in den letzten 2 Jahren viel Schmerzmittel nehmen muss. Mhm. Weil die Schmerzen doch extrem wären. Ja. Ne? Ich versuche das so gut wie möglich abzublocken, aber ärgert mich ein bisschen, aber ist nicht zu ändern, sonst kann ich nicht mehr aktiv irgendwo teilnehmen. Ne? Sag mal, mit dem Dauerkatheter, das stelle ich mir so unangenehm vor.
Wie empfindest du das? Nee, eigentlich ist es für mich eine Verbesserung. Ja. Ich bin vorher... Weil du vorher in die Hose gemacht hast. Ja, ich bin gewindelt gegangen. Ja. Also von meinem 8. Lebensjahr an durch diese Wirbelsäule. Die Wirbelsäule hat sie gesenkt und auf den Schließmuskel gelegt. Ja. Und dadurch war das ja praktisch unterbrochen. Ja. Ja, und dann eine andere Lösung gab es eben nicht. Mhm. Hat man mir auch nicht angeboten. Und hier bin ich dann eben zum Arzt und habe diesen Katheter seit 2 Jahren, weil eine Operation ist nicht möglich. Ja. Na? Liebe Ursel, auch dir vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke schön. Und schönen Gruß an deinen Mann. Ja, mach ich. Okay. Tschüss, alles Gute. Alles klar. Tschüss, Domian. Matthias, 31 Jahre. Ja, guten Abend, Jürgen. Hallo, Matthias. Jürgen, was die Ursel da gesagt hat gerade, da habe ich mich also in einigen Punkten wiedererkannt, auch wenn ich eine ganz andere Krankheit habe. Ja. Ich habe seit 15 Jahren eine ganz starke Wirbelsäulenverkrümmung. Ja. Das nennt sich Morbus Bechterew. Das ist eine rheumaähnliche Erkrankung, bei der die Wirbelsäule also im Laufe der Zeit immer weiter verkrümmt durch Schmerzen. Also man hat Schmerzen, dadurch verkrümmt man sich. Seit 15 Jahren? Du warst ein ganz junger Mann, als das anfing. Da war ich 16. Ja. Ja. Das war aber noch nicht so heftig zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich zwar Schmerzen, ich habe dann halt einen etwas nachlässigen Gang gehabt für die Außenwelt, aber man hat dann halt gesagt, ja Mensch, drück mal den Rücken durch, geh mal gerade. Wir haben das dann aber durch Bluttests geschafft, das zu diagnostizieren. Das war dann ziemlich schwierig, weil man erst im Dunkeln tappte, was das nur ist. Mhm. Dann wusste ich also, was ich da habe. Bin auch darüber informiert worden, was da so auf mich zukommen kann. Nämlich, dass man also dann im Extremfall total verkrümmt ist und fatalerweise dann auch noch versteift. Denn die Wirbelsäule, die steift dabei ein. Es bildet sich also so Knochenmaterial zwischen den Wirbeln, da wo es nicht hingehört. Und damit werden die Bandscheiben auch überbrückt und so. Und es ist dann so, im Endstadium der Krankheit ist man total krumm. Ich war früher mal 1,80, am Ende 1,62 nur noch. Wie ist denn der Stand der Entwicklung der Krankheit im Moment? Jetzt, du bist 31 Jahre alt. Jetzt habe ich eigentlich was ganz Positives zu vermelden. Ja? Es war so, es ist nicht mehr so. Ich habe es also wie durch ein Wunder geschafft, das Ganze zu überwinden, und zwar mit Hilfe von Chirurgen in Bad Wildungen in Hessen. Ich bin operiert worden. Ja. Das ist eine Krankheit, die man eigentlich, ja, man sagt normalerweise nicht operieren kann, sagen jedenfalls viele Ärzte oder raten davon ab. Ich möchte aber jetzt allen den Mut machen, die vielleicht auch das haben, durchaus sowas in Angriff zu nehmen, um es vorwegzunehmen. Ich bin also wieder kerzengerade. Ach. Ich bin wieder 1,80 Meter groß. Wie, und du warst verkrümmt auf 1,62 Meter? Ja, ich war das total krumm. Ich habe also ausgesehen, als würde ich ein Geldstück suchen oder so auf der Straße. Und du kannst ganz normal gehen jetzt wieder? Ich stehe jetzt vorm Fernseher, schaue dir zu und laufe auch im Raum rum. Ich bin also wieder praktisch zu meiner alten Größe. Das ist ja fast ein Wunder, ist das ja. Das ist ein Wunder. Ja. Also meine Freunde sagen immer das Wunder von Wildung, so aus Scherz. Wann war denn diese Operation? Jetzt vor kurzem? Im Oktober. Ah. Am 25. Oktober. Und ja, das ist also die schwerste Rückenoperation, sagen die Ärzte, die es gibt. Ja. Das ist, ich weiß nicht, die Klinik darf man vielleicht nennen. Ja, natürlich. Die Werner-Wicker-Klinik. Werner-Wicker-Klinik in Bad Wildungen. Kannst auch gerne den Arzt nennen. Ja, das ist Dr. Metz Stavenhagen. Ja. Ich an der Stelle nochmal recht herzlich danke. Ja. Das ist also ein ganz fantastisches Ärzteteam da. Matthias, nur so für uns Laien, so ganz grob, was wird da operiert? Das ist also so, man liegt auf dem Bauch, die haben einen speziellen Operationstisch, der kann also gekrümmt werden, so wie der Rücken halt ist, damit man da überhaupt draufpasst in Bauchlage. Ja. Wie gesagt, das ist ja eingesteift. Dann werden also die Wirbel wieder getrennt, die zusammengewachsen sind. Dann wird dieser Unrat, sage ich mal in Anführungszeichen, rausgeräumt. Mhm. Also diese Knochenstückchen, die sich zwischen den Wirbeln gebildet haben, muss rausgeräumt werden, dann wird dieser Tisch quasi in die Waagerechte gebracht. Während der Operation? Während der Operation. Das ist ja die genaue Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Aha. Und dann werden die Wirbel von hinten verschraubt. Und also die Schrauben gehen quasi, man liegt ja auf dem Bauch. Mhm. Von oben wird dann geschraubt. Und die bleiben Wirbel. Ja. Die bleiben drin, die Schrauben? Und dann sind Gewindestäbe an den Seiten, also sind die vertikale Verbindung und die Schrauben gehen horizontal rein. Ach. Und das presst jetzt alles wie eine gigantische Schraubzwinge quasi den ganzen Rücken zusammen. Mhm. Und das muss jetzt quasi ein Jahr heilen. Ja. Und dann ist er super fest. Und es bleibt aber alles drin. Es könnte zwar raus, aber man sagt, man lässt die Schrauben drin, weil das wieder ein Eingriff wäre. Und das ist die gesamte Wirbelsäule? Nein, nur 10 Wirbel, vom Steißbein bis zum 9. Brustwirbel. Ja. Das ist aber bei jedem verschieden, ne? Das wird von Fall zu Fall entschieden. Matthias, war das eine besonders mutige Entscheidung auch von dir, dich zu dieser Operation zu entscheiden? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte schon mal anrufen im letzten Jahr.
irgendwie die wichtigste Entscheidung meines Lebens war da, glaube ich, mal so ein... Ja, hatten wir mal. Eine Sendung, genau. Also das war es auf jeden Fall. Ich habe mir das lange überlegt. Ich habe gezögert, weil mir meine Orthopäden abgeraten hatten. Was für ein Risiko bestand denn dabei? Ja, das Risiko ist, also querschnittsgelähmt zu werden. Ja. Das ist allerdings wohl noch nicht vorgekommen, so wie ich weiß. Matthias, dein ganzes Leben war ja vorher vollkommen eingeschränkt, ne? Kann man sagen. Oder sehr eingeschränkt. Sehr eingeschränkt. Hast du überhaupt arbeiten können? Ich habe arbeiten können, das hast du schon, aber halt sehr... Ich habe eine sitzende Tätigkeit auch gehabt, ne? War diese Krankheit auch verbunden immer mit Schmerzen? Auf jeden Fall. Ja. Und das ganz Fantastische, es ist ja schon super, dass ich jetzt so groß bin wieder. Ich brauche aber auch keinerlei Medikamente mehr. Ich habe vorher 3 Tabletten Rheumamittel mitnehmen müssen pro Tag. Jetzt brauche ich überhaupt nichts mehr und habe keine Schmerzen mehr. Das ist also geradezu unvorstellbar. Du musst dich doch wirklich wie neugeboren fühlen, ne? Genau das ist es. Ich fühle mich auch wie neugeboren. Ja. Und ich bin auch jetzt in der Lage schon, also sag mal, 6 bis 8 Kilometer zu laufen, was vorher absolut, also nach 6,5 Metern hatte ich Schweißausbrüche. Und du bist vollkommen schmerzfrei. Ich bin vollkommen schmerzfrei. Ja. Ich darf jetzt zwar nicht sitzen ein halbes Jahr, aber 5 Monate habe ich rum. Ich habe nur noch 4 Wochen halt, wo ich jetzt nicht sitzen darf. Also du musst stehen oder liegen? Ja, stehen oder liegen, also am Stehtisch isst man dann und es gibt so eine spezielle Technik, um ins Bett reinzukommen und so und wieder raus. Ja. Aber das sind ja alles Kleinigkeiten, wenn man dann bedenkt, was man für eine Lebensqualität gewonnen hat. Und das ist also eine ganz fantastische Sache. Ja, und 4 Wochen werde ich da wieder hinfahren wahrscheinlich. Ja. 4 bis 6 Wochen und dann bekomme ich noch ein Korsett. Ich habe jetzt also einen Gips, muss ich dazu sagen, einen Rumpfgips. Ja. Der geht vom Schlüsselbein bis zum Becken runter. Mhm. Und der stabilisiert halt die Wirbelsäule jetzt in der Ruhelage. Was meinst du oder was sagen die Ärzte, bis du wirklich vollkommen genesen bist? Wie lange dauert das noch? Ein Jahr, sagt man. Insgesamt auch nur ein halbes Jahr. Ja. Irgendwann Ende August, im September, werde ich wieder vollkommen genesen sein. Mit allem drum und dran dann. Auf jeden Fall. Ja. Und ich möchte auf dem Wege vielleicht auch Bechtereflern, so nennt man die, Mut machen, die eine ähnlich starke Verkrümmung hatten wie ich. Also das war 56 Grad nach vorne die. Sag doch nochmal den Namen der Krankheit, damit das nennt sich Morbus für Krankheit, Bechteref. Ja. Das war ein russischer Arzt, der das irgendwie zum ersten Mal entdeckt hat. Matthias, ist es denn jetzt so, wenn jetzt die ganze Sache abgeschlossen ist, dass das dann auch definitiv so bleibt? Oder besteht ein Restrisiko, dass irgendwie was Ähnliches passiert? Ja, man fährt dann noch 5 Jahre zur Kontrolle hin, einmal im Jahr, wird dann immer wieder geröntgt, um zu gucken, ob das alles so weiter okay ist. Aber so wie man mir das gesagt hat, und es gibt da wohl Erfahrungen schon seit, ich glaube, 15 oder 18 Jahren mit der Methode, die da auch entwickelt worden ist, so müsste das alles an für sich auch bleiben. Matthias, eine tolle Geschichte. Und einen tollen Arzt hast du da. Muss ich also auch sagen, Mann. Eine tolle Sache. Alles Gute weiterhin. Jürgen. Tschüss. Ein Gruß noch an die Carla. Alles klar. Danke. Tschüss. Thorsten, 27 Jahre alt. Ja, hallo. Thorsten. Ich rufe wegen meinem Kontrollzwang an. Ich habe seit einigen Jahren ziemlich starken Kontrollzwang. Das heißt also, dass ich alles Mögliche kontrollieren muss, was mich in meinem Leben so betrifft. Also das ist jetzt eine psychische Krankheit, sagen wir mal. Ja, ja. Also nichts Körperliches. Ja. Was heißt das genau? Ja, das fängt praktisch morgens damit an, wenn ich aufstehe und mir einen Kaffee koche. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht wie andere Leute nehmen, mich damit im Wohnzimmer gemütlich hinsetzen, den in Ruhe trinken. Das Trinken wird dann unterbrochen vom ewigen in die Küche rennen, kontrollieren, ob ich die Kaffeemaschine auch ausgeschaltet habe. Da reicht nicht ein- oder zweimal, da renne ich dann 5 bis 6 Mal hin und guck nach, ist auch wirklich aus. Ja. Dann ist das Thema irgendwann dann gegessen, kann man sagen. Kaffeemaschine abgeschlossen, wird vielleicht zwischendurch nochmal so nachgeguckt. Was ist denn jetzt sage ich mal ganz, ganz profan, wenn du dann einfach in der Küche bliebst und siehst, dass die ausgeschaltet ist? Ja, wie so lange soll ich davor sitzen und die dann jetzt beobachten? Weil wenn ich da bleiben würde, wäre das dann so ein Reizthema, kann man sagen. Dann würde ich also wirklich öfter und länger hingucken. Ach so. Dann mache ich doch schon lieber so einen kleinen Jogging. Sag mal noch ein paar andere Beispiele. Ja, geht dann weiter. Ich gucke nach, ob Post gekommen ist. Nehme dann die Post aus dem Briefkasten. Und taste dann anschließend nochmal mit der Hand nach, obwohl ich eigentlich sehe, ist keiner mehr drin. Taste nochmal nach, ob die Wände auch schön glatt sind oder ob sich da noch vielleicht irgendein Brief verborgen hat. Eigentlich hört sich albern und blödsinnig an, aber ich bin da irgendwie zu gezwungen, muss ich machen, kann ich nichts für. Und was noch? Ja, wenn ich die Wohnung verlasse, ich schließe die Tür auf jeden Fall schon mal ab, aber dann wird hinterher noch 1000 Mal gerüttelt, ob es auch wirklich dicht zu ist, dass meine Freundin sich schon Gedanken macht, ob die Tür nicht dadurch vielleicht doch mal einbruchsunsicher wird, dass sie sich mal zu sehr lockert. Nun würden
Thorsten, denke ich mir, vielleicht würden oder denken sogar viele Leute jetzt, die das hören, naja, also der soll sich mal nicht so anstellen und so schlimm ist das ja nicht. Ja, ich vermute mal, dass sich das aber schon doch sehr belastet. Ja, deswegen rufe ich auch an, weil ich vielleicht gehofft habe, dass noch jemand anruft, der vielleicht ein ähnliches Problem in seinem Bekanntenkreis oder bei sich selbst hat. Mhm. Der könnte ja dann vielleicht außerhalb seines Themas kurz dazu sagen, dass ich vielleicht nicht alleine bin oder so. Das heißt, du hast du in irgendeiner Weise schon mit einem Psychologen Kontakt gehabt, einem Therapeuten? Ja, ich war mal bei so einem Therapeuten, das war aber kein Diplompsychologe, also nur einer, der nur irgendwie so einen Kurs abgelegt hat. Es gibt ja zwei Arten von Therapeuten, eben die Diplompsychologen und die anderen. Ja, und der war wohl entweder nicht ausgebildet genug oder speziell dafür. Also er konnte dir nicht helfen? Ja. Seit wann hast du das? Ja, eigentlich, wenn man so sagt, seit meiner frühesten Kindheit, bloß da war das noch weniger. Es nimmt zu. Und ich war jetzt zwischendurch, war ich 4 Jahre ohne Wohnung. Da konnte es eigentlich nicht zunehmen, weil ich habe wenig Sachen bei mir gehabt. Die restlichen Sachen, die ich so besessen habe, hatte ich dann im Bekanntenkreis rumliegen. Ja, und wenn ich da Tabak und Feuerzeug in der Tasche hatte und die Zahnbürste, da brauche ich nicht viel kontrollieren, welche Sachen ich an mir habe und ob ich sie verloren habe oder so. Ist es denn so, dass es wirklich deinen Alltag, dein Leben sehr beeinträchtigt, diese Macke, sage ich mal? Immer mehr. Also ich muss eigentlich sagen, jetzt habe ich seit knapp über 3 Jahren wieder eine Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Und eigentlich seit ich die Wohnung habe, schon fast so stark, dass ich schon bald sagen möchte, am besten ausziehen. Mhm. Wieder nur noch die nötigsten Sachen an mir, die man so braucht, um sich sauber zu halten und um sich am Leben zu halten. Wobei das natürlich nicht die Lösung ist. Ja, ist natürlich klar. Bloß dann überlegt man sich dass, dann doch so, dass früher das Leben eigentlich in dem Fall jetzt glücklicher war, weil man keinem Zwang unterlegen ist. Also Thorsten, ich glaube, dass du wirklich ganz dringend in eine gute psychotherapeutische Behandlung kommen musst. Ja, find mal eine gute. Ja, deswegen will ich dir vorschlagen, am Telefon zu bleiben und mal, dass du ein paar Worte mit unserem Psychologen redest, dass der dir ein paar Tipps gibt, vielleicht wie man es klug einfädelt oder wie man in deiner Nähe und Gegend auch an jemanden rankommt. Ja, gut. Ja, bleibst du mal dran? Ja, gut. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Micha dran, 36. Ja, hallo. Hallo Micha. Ja, ich rufe an wegen meinem Vater, der ist vor 4 Jahren verstorben an der Jakob-Creutzfeldt-Krankheit. Das ist die Krankheit, die man mit dem Rinderwahnsinn in Verbindung bringt. Mit BSE, ne? Genau. Ja. Und ich bin eigentlich bis heute nicht damit so richtig fertig geworden. Ja. Ja, das Schlimmste dran ist eigentlich, was ich nicht aus dem Kopf kriege, das ist der völlige körperliche und auch geistige Zerfall. Ich glaube, man weiß eigentlich nicht sehr viel über diese Krankheit. Erzähl doch mal ein bisschen ausführlicher. Ja, also was ich bis jetzt rausgekriegt habe, das ist ein Virus, der sich im Gehirn einnistet und es dann völlig zerstört und zersetzt. Das Gehirn ist dann am Ende wie ein Schwamm. Ja, und welche Auswirkungen hat das dann auf deinen Vater so im Laufe der Zeit gehabt? Ja, das geht eigentlich ziemlich schnell vom Ausbruch bis zum Tode. Da vergingen nur 4 Monate. Ja. Und ja, die Krankheit verläuft auch genau wie bei den Tieren. Wie bei den Rindern, was man wie so sieht. Wie bei den Rindern, ja. Dass sie nicht laufen können, zusammenstürzen, also hinfallen. Genau. Und beim Menschen wahrscheinlich, dass er gar nicht mehr reden kann? Dass er nicht mehr reden kann, dann nicht mehr schlucken, nicht mehr gehen. Mhm. Also völlig körperlich, geistig zerfällt. Ja. Also ich stelle es mir sehr schlimm und dramatisch vor. Ja, es ist furchtbar. Ja. Und hat dein Vater denn in Phasen das noch mitbekommen, wie schlimm das um ihn steht? Ja, das weiß ich eben nicht. Man kriegt einfach total wenig Informationen darüber. Mhm. Und ich würde mich sehr gern mit jemand austauschen, der vielleicht schon mal mit dieser Krankheit in Verbindung gekommen ist, dem ähnliches Schicksal zuteil geworden ist. Denke mal, das wird mir vielleicht weiterhelfen. Soweit ich weiß, taucht diese Krankheit relativ selten auf, aber es gibt diese Krankheit. Es gibt sicherlich auch vielleicht sogar Selbsthilfegruppen von betroffenen Angehörigen oder sowas, könnte sein. Mhm. Was denkst du denn zu dieser These, dass man sich diese Krankheit über das Rindfleisch holen kann? Ja, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Habt ihr mit eurem Arzt darüber geredet? Was meint der? Ja, man kriegt eben total wenig Informationen über diese Krankheit. Mhm. Also ich stehe auch da völlig alleine da jetzt. Ja.
Ich könnte dir mal einen Tipp geben, Micha. Also abgesehen davon, dass natürlich, wenn sich bei uns Leute melden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du und die gerne mit dir in Kontakt treten möchten, dass wir das herstellen. Es gibt, das ist vielleicht interessant für viele andere Leute auch noch, es gibt eine bundesweite Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Ja. Hast du etwas zu schreiben da? Ja. Dann gebe ich jetzt mal für dich und vielleicht für viele andere Leute auch mal diese Telefonnummer durch. Mhm. Diese Kontaktstelle nennt sich NAKOS, N-A-K-O-S, Abkürzung. Ja. Telefonnummer 030. 30. Dann 89. Ja. 14. Ja. 019. Ja. Ich wiederhole nochmal 030. 89 14 019. Und ich denke mal, dass du da auf jeden Fall schon mal einen guten Anlaufpunkt hast, um vielleicht ähnlich betroffene Leute zu finden oder dich zumindest zu informieren. Ja. Und wie gesagt, wenn über uns hier was läuft, dann werden wir dich informieren. Mhm. Gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR, zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema ungewöhnliche Krankheiten und ich möchte gerne mit Leuten, mit Betroffenen reden, mit jungen Leuten, mit alten Leuten, die Krankheiten haben, die man eben so nicht kennt, die darunter leiden oder die sich auch mit diesen Krankheiten, wie wir es gerade schon gehört haben, arrangiert haben. Wenn ihr Lust habt, mich anzurufen, ihr könnt das kostenfrei tun, 0130 29 11 0 130 29 11. Und jetzt geht's weiter mit der Heidi und die ist 48 Jahre alt. Ja, guten Abend, Domian. Ja, hallo Heidi. Erstmal Kompliment zu dir und deiner Sendung. Vielen Dank. Wie du das Ganze leitest und wie du mit den Leuten sprichst, imponiert mir also ungemein. Vielen Dank. Bei mir ist es so, dass ich leider Gottes gleich zwei ungewöhnliche Krankheiten oder kurz anschneiden möchte. Ja. Die eine kurz, die ich seit 13 Jahren kenne, und die andere etwas ausführlicher, weil es da auch um Aufklärung gibt, dass nicht noch mehr Leute davon betroffen werden. Ja. Das erste ist also, vor 13 Jahren wurde bei mir eine sogenannte Zystenleber entdeckt. Ja. Das ist eine angeborene Krankheit, die habe ich von meiner Mutter geerbt. Und die ist also relativ unbekannt in dieser Form. Man kennt mal eine Zyste auf der Leber, aber meine Leber ist total mit Zysten durchsetzt. Und hatte also eine Größe erreicht, wenn man sich es vorstellt, vom linken Beckenknochen bis unter die... vom rechten Beckenknochen bis unter die linken Rippen ging, so groß war diese Leber. Das ist riesengroß, ne? Ist riesengroß. Ja. Ist das verbunden mit Schmerzen auch? Ja, mit sehr, sehr starken Schmerzen. Ich hatte starke Schmerzen und dachte, es sei eine Nierenbeckenentzündung. Das war auch der Anlass, warum ich zum Arzt gegangen bin. Man kann operativ nichts machen? Kann man gar nichts tun. Ich, als es damals entdeckt wurde, sagte mein damaliger Hausarzt und auch das Krankenhaus, in dem ich dann später war, da wurde dann Tomographie gemacht, diese Krankheit sei unheilbar und so wie meine Leber aussieht, maximal noch 2 Jahre zu leben. Mhm. Und was ich erst im Nachhinein sehr verurteile, muss ich sagen, dass Ärzte solche Auskünfte geben, wenn sie die Krankheit nicht einmal kennen. Ja, ja. Ich war immer ein sehr unternehmungslustiger Mensch und ein sehr agiler Mensch, habe auch immer gearbeitet, habe auch in dieser Zeit immer sehr erfolgreich gearbeitet und habe dann nicht locker gelassen, sondern bin weitere Schritte gegangen bis hin zur Klinik für Diagnostik in Wiesbaden. Ja. Das ist sowas Ähnliches wie die Mayo-Klinik. Ne? Ja. Und dort wurde ich dann gleich im Januar 84 dann aufgenommen zur Untersuchung. Und auch dort hatte man diese Krankheit noch nie in dieser Form gekannt. Ach. Und der Leberspezialist dort hat also in Fachliteratur gewälzt, hat in der amerikanischen Literatur eine kleine Abhandlung gefunden. Mhm. Naja, und man konnte nichts tun, außer mal punktieren die Zysten, damit die Leber etwas entlastet wird, dass die anderen Organe wieder Platz haben. Ja. Zwischenfrage, hast du vorher keine Beschwerden gehabt? Gar nichts. Obwohl das angeboren war? Obwohl es angeboren war. Bei der Gelegenheit hatte man auch noch festgestellt, dass ich nur eine Niere habe. Mhm. Das habe ich vorher auch nicht gewusst.
Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt, was diese Krankheit angeht? Ja, jetzt ist es so, dass ich also dann, dieser Leberspezialist hat sich dann nach 2 Jahren, also Ende 86, bei mir gemeldet, weil ich ihn gebeten hatte, sich rumzuhorchen, ob irgendeiner, er kommt hier auf Kongress und so weiter, ob er einen Kollegen findet, der sich mit dieser Krankheit auskennt. Ja. Und nach 2 Jahren rief mich dieser Arzt persönlich an und sagt, ja, ich habe jemanden an der Medizinischen Hochschule in Hannover, einen Professor Gebel, das sei zwar noch im Versuchsstadium, er könnte diese Zysten veröden. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch mich sofort in Verbindung gesetzt und habe dann im Februar 87 meinen ersten Eingriff gehabt, das war ein Noteingriff, weil meine Schlagader abgedrückt wurde im Körper. Das war also, eine Zyste hat so stark darauf gedrückt. Ja, und da, ich sag, mit dieser Krankheit, man hat mir gesagt, ich kann damit leben, muss aber bis an mein Lebensende in Behandlung bleiben, immer wieder in sporadisch, in gewissen Abständen, je nachdem, wie schnell diese Zysten nachwachsen. Mhm. Die sind also sehr klein im Ansatz und wachsen permanent. Also du kannst damit leben, umso verantwortlicher die Aussage der Ärzte von damals. Ne? Ich hatte zwei kleine Kinder damals, das war schrecklich für mich. Ja. Ich habe auch starke Schmerzen gehabt, ich konnte auch nachts nicht schlafen. Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht auf einen Arzt alleine hören sollte, sondern dass man auf jeden Fall noch andere Ärzte aufsuchen sollte. Und genau, ich habe also sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und bin mit dieser Krankheit auch recht gut klargekommen. Ja. Natürlich hat man jedes Mal Angst vor dem Eingriff, der ist sehr schmerzhaft. Ja. Aber letztes Mal war ich 92 im November dort und denke, dass ich noch mal ein Jahr rausschieben kann, bis ich wieder in Behandlung muss. Ne? Jetzt ist aber Folgendes passiert und das ist jetzt das Thema, warum ich auch schon mehrfach mit euch Kontakt aufnehmen wollte und auch gestern es geschafft hatte, nur, dass du heute dieses Thema machst, umso besser, hat es eben besser reingeklappt. Im Spätsommer oder Sommer 94 hatten wir, so komisch es klingt, Flöhe bei uns im Schlafzimmer festgestellt. Ja. Da wir ein Haustier haben, einen Hund, ist sowas nicht unbedingt ungewöhnlich. Ja. Ich habe das gar nicht richtig glauben können. Mein Mann, der sehr stark zerbissen war, ging zum Arzt und der Arzt sagte eindeutig Flohbisse in diesem, so, das sind immer so 2 kleine Einstiche nebeneinander. Mhm. Also sagt er, gehen Sie sofort mit Ihrem Hund zum Tierarzt und der wird dann was geben. Ne? Ja. Der Hund ist behandelt worden, der Tierarzt gab mir eine 150 Milliliter Flasche mit. Die sollte ich also behandeln, nach Möglichkeit das ganze Haus, also sämtliche Räume. Dann habe ich aber gesagt, da es nur im Schlafzimmer auftauchte, habe ich gesagt, mache ich es nur im Schlafzimmer. Mhm. Habe das Mittel nach Vorschrift hingestellt, den Zapfen runtergedrückt, man muss dann 2 Stunden raus und dann wirkt das ein und dann sollte Ruhe sein. Mhm. Dann nach einer Weile, bin da hinterher rein, nach Vorschrift gemacht, es steht nur drauf als Warnhinweis, Aquarien abdecken, es sei für Fische und Krustentiere schädlich. Das war alles, was drauf stand, als Warnhinweis. Naja, auf jeden Fall hat das mit den Flöhen trotzdem später nicht aufgehört. Wir haben es im Februar 95 nochmal gemacht. Ja. Und dann, ich habe schon Ende 94 gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja. Ich wurde sehr müde. Jede kleinste Anstrengung kostete mich enorm viel Kraft. Ich bekam Herzrasen, bin zum Arzt gegangen, hatte neu eine Tätigkeit begonnen und musste also ziemlich schnell zu Hause bleiben und krank machen. Also gab es eine klare Nebenwirkung von diesem Gift? So, aber das ist ja das Schlimme, dass es diese Mittel überall zu kaufen gibt. Nicht speziell dieses, das kriegt man nur beim Tierarzt. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, weil im Grunde in jedem Insektizid, dass man im Supermarkt und sonst wo, sind diese Mittel drin. Und die sind sowas von schädlich und es steht nichts drauf. Sind denn diese Beschwerden dann allmählich wieder weggegangen oder leidest du heute noch darunter? Es wird immer schlimmer. Mhm. Ich war also bei mehreren Ärzten. Wir haben also im Februar das nochmal gemacht. Und das Schlimme ist, ein normaler Arzt kann das bei Laboruntersuchungen gar nicht feststellen, was da los ist. Mhm. Ich bin also 3-4 Mal, nachdem ich zum Doktor gegangen bin, habe gesagt, es stimmt etwas nicht. Ich merke das. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so elend gefühlt. Dann habe ich per Zufall im Sommer letzten Jahres einen Artikel in die Hand bekommen, wo eine Frau nach dem Besuch eines Kammerjägers, den sie zu Hause hatte, ähnliche Symptome hatte. Mhm. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe gesagt, könnte das im Zusammenhang sein mit dem und dem, was ich da getan habe? Sagt er, ja, am besten Sie gehen und gucken mal, was auf der Flasche draufsteht, was da an Inhaltsstoffen drauf war. Ja. Bin also zu dem Tierarzt, hat mir das alles aufgeschrieben und siehe da, in einem Speziallabor hat man genau nachweisen können, dass es genau dieser Bestandteil ist. Dann bin ich also... Weißt du den Namen dieses Bestandteils? Dieser Oberbegriff, den man auch von Holzschutzmitteln kennt, heißt Pyretroide. Ja. Und das, was bei mir nachgewiesen wurde, ist Permethrin. Ja. Also das ist ein ganz klarer Hinweis, jetzt auch von dir, mit solchen Mitteln ausgesprochen vorsichtig umzugehen, am besten sie gar nicht zu benutzen. Ja, ich kann nur jeden warnen. Ich meine, ich habe das ja vorher auch nicht gewusst. Der Witz ist, dass wir dann
später die Quelle dieser Flöhe entdeckt haben. Ja. Das war ein Nistkasten draußen im Garten, ja, wo Vögel genistet hatten. Und da waren die drin. Ja. Das haben wir per Zufall, als mein, ja, Mann das Streu rausholen. Also die ganze Sache wollte, war zudem auch noch sinnlos dann. Ja, es war sinnlos, ja, weil wir das selbst mit reinbrachten, wenn wir im Garten gearbeitet haben. Heidi, danke für deinen Anruf und auch für diese Information. Pass auf, nur ganz kurz, was ich noch sagen wollte. Das Problem ist, dass dieses Mittel nicht abbaubar ist im Körper. Mhm. Ich war also bei einem Facharzt, der sich mit solchen Umweltgiften auskennt. Da helfen nur Multivitamine, dass man überhaupt mehr Abwehrkräfte bekommt. Ja. Es geht mit Schweißausbrüchen, Gelenkschmerzen, ja, mit Gliederschmerzen und so weiter einher. Und ich kann, Heidi, wirklich nur jeden warnen. Es gibt auch eine Interessengemeinschaft dafür. Ja. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, also Domian. Und alles Gute trotzdem. Ja, danke. Tschüss. Dir, ne? Ciao. Tobias, 28 Jahre. 28, ja? Ja, hallo. Tobias. Ich möchte erzählen von meiner Krankheit, die heißt Silver-Russell-Syndrom. Und was ist das? Das ist sehr selten und umfasst eine Vielzahl von Symptomen. Bei mir ist es noch relativ harmlos verlaufen. Das Hauptmerkmal ist Kleinwuchs. Mhm. Bei Frauen durchschnittlich 1,40. Bei Männern 1,50. Wie groß bist du? Ich bin jetzt sogar 1,54, also insofern noch überdurchschnittlich. Ja. Das ist ein Zeichen, ein Symptom der Krankheit, der Kleinwuchs. Das ist das Hauptsymptom, genau. Ja. Damit einhergehen verkürzte Gliedmaßen, also, ja, oft auch einseitig. Bei mir waren das zum Beispiel, also bei mir ist die linke Seite relativ deutlich kürzer. Mhm. Das linke Bein war 5,5 cm kürzer, wurde operativ verlängert. Mhm. Das war auch die einzige Maßnahme, die im Lauf meines Lebens jetzt ergriffen wurde. Und das ist seither in Ordnung. Ja. Das wurde also auch ganz toll gemacht. Seitdem sind die Füße, also die Beine, fast gleich lang. Wie macht sich die Krankheit noch bemerkbar? Also es gibt, was jetzt bei mir weniger zutrifft, frühkindliche Essstörungen bis Verweigerungen. Mhm. Das kann so weit gehen, dass die Babys also eine Nahrungssonde brauchen. Mhm. Dann gibt es, also bei mir gab es damals schlimme Diagnosen, die sich nicht bestätigt haben, weil man noch zu wenig wusste. Also sprich, Wasserkopf war eine, der sich also erst noch ausbildet und bis hin dann zum schweren Pflegefall und geistiger Minderbemittelung. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten bei dir? Das ist bei mir nicht eingetreten. Es gibt andere Fälle, wo es so verlaufen ist. Ja, Tobias, du bist 28 Jahre alt. Kann man sagen, dass du trotz dieser Krankheit ein relativ normales Leben führst? Absolut, ja. Du hast einen Beruf? Ich mache gerade Examen. Und du studierst, ja? Genau. Was hast du oder was studierst du? Ich studiere Deutsch-Englisch. Ja. Und möchte auch Lehrer werden, auf, ja, Lehramt, genau. Und das ist ein Punkt, wo man denken könnte, ja, da ist er bestimmt mutig. Mir ist klar, dass wenn ich vor eine Klasse trete, dass es da erstmal mindestens Staunen gibt. Das, mhm, erlebe ich auch täglich, dass es immer wieder Menschen gibt, die, auch wenn ich mich relativ normal finde, ich bin natürlich schon klein und, ja, alles ist ein bisschen kürzer, aber ansonsten okay. Also im Gesicht so sieht man dir das nicht an? Nee, also mein Kopf ist auch ein bisschen kleiner. Ja. Und meine Hände, also meine Füße, habe Schuhgröße 35. Du musst natürlich damit rechnen und das ist wahrscheinlich dann auch normal, wenn du Lehrer wirst, dass du immer wieder und immer wieder vielleicht Zeit deines Lebens auch erklären musst, ne, was mit dir, ja, los ist. Ist das ist okay? Das ist noch das Harmloseste. Ja. Also wenn es noch ums Erklären geht, das ist völlig okay. Ja. Dazu kann ich ja stehen und ich bin informiert. Das ist in Ordnung. Was Probleme macht, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die das zum Anlass wirklich zum Sport, und zwar zum offenen Sport nehmen. Das widerfährt ja also öfters. Das passiert immer wieder. Wie war es zum Beispiel in der Uni? Überhaupt kein Problem. Ja. Also ich habe, wie gesagt, in meinem Privatleben insofern keine Schwierigkeiten. Also eher so auf der Straße? Wildfremde. Also es sind vor allem erstaunlicherweise junge Menschen, die noch jünger sind als ich. Also, ja, pubertierende Mädchen im meisten Fall. Ne? Kann man denen das nicht nachsehen und denken, das sind dumme Dinger und die werden es schon irgendwann schnallen? Ich probiere es. Also ich kann es am ehesten Kindern nachsehen. Ja, Kinder, das ist okay. Das, ja, ist okay. Die gucken, ja, mich immer sehr erstaunt an, ja, und wissen nicht so recht, wo gehört der jetzt dazu. Tobias, diese Krankheit ist die... besteht die Gefahr, dass sich die in irgendeiner Weise noch weiterentwickelt, sehr zu deinem Nachteil unter Umständen? Bei mir jetzt nicht. Ich denke mal, die Dinge, die man getan hat, sind ausreichend. Ja. Ich habe jetzt noch untersuchen lassen, ob es vererbbar ist. Ja. Denn ich habe Kinderwunsch, möchte schon eine Familie haben. Ist es vererbbar?
Da es ein genetischer Defekt ist, der bei der Zeugung auftritt, ist es wahrscheinlich nicht vererbbar. Ja. Obwohl es dann wieder Fälle gibt, bei denen Frauen, die dieses Weißer-Säufer-Syndrom haben, dann auch entsprechend solche Kinder wieder zur Welt gebracht haben. Aber eben auch das Gegenteil. Ja. Es ist ganz schwer voraussehbar. Und vor allem, was mir jetzt hier am Herzen liegt, es gibt keine Untersuchung über Silver Russell Männer, die Kinder gezeugt haben. Mhm. Es gibt einfach niemanden, der sich da bisher gemeldet und zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Das finde ich ganz merkwürdig. Also die verlieren dann irgendwie den Kontakt mit der Klinik, bei der sie in Behandlung waren, und wollen dann nichts mehr damit zu tun haben. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also Tobias, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir für dein Examen viel Erfolg. Wann steht's an? Das ist jetzt im März. Kann ich gut brauchen. Ja. Danke. Wir drücken dir die Daumen. Alles klar. Tobias, ciao. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ramona. Ja, hallo. 18 Jahre alt. Ja. Ich grüße dich. Ja, hallo. Ja, ich rufe an, weil ich leide unter Panikattacken. Unter Panikattacken? Ja. Erzähl mal, wie macht sich das bemerkbar genau? Ja, das hat angefangen vor einem Jahr ungefähr mit Hyperventilation. Das heißt, man atmet ganz schnell oder meint, man kriegt keine Luft mehr? Ja, genau, und atmet dadurch eigentlich viel zu fest, also zu viel Sauerstoff ein, ja, mehr als der Körper benötigt. Und die Gefahr besteht, dass man ohnmächtig wird? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Nur man bekommt einfach nur dann die Angst dadurch. Mhm. Und das hat sich bei mir dann immer mehr entwickelt, die Angst. Und dann hatte ich halt schon Angst, ja, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dass ich das wieder kriege. Dann hatte ich das ausgewählt zu einer Agoraphobie. Was ist das? Das bedeutet, ja, das ist Angst vor öffentlichen Plätzen und Menschenansammlungen. Platzangst, ne? Ganz profan gesagt. Nee, Platzangst ist, glaube ich, wenn man... Platzangst nicht, nee. Quatsch, Platzangst ist, wenn man in engen Räumen nicht sein kann. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ja, dadurch, dann war das nur Angst einfach. Das konnte ich dann irgendwie verdrängen. Und dann irgendwann hat sich das entwickelt zu Panik. Mhm. Also ich habe wirklich, ich habe angefangen zu zittern. Ich habe gedacht, ich falle um. Und ich konnte einfach dann nicht mehr hingehen. Mhm. Und habe jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr nach außen, außer übers Telefon eigentlich. Du hast im Moment gar keinen Kontakt nach außen? Nein, nur übers Telefon? Nicht. Ja. Wie lebst du? Lebst du bei deinen Eltern? Ja, ich habe mit meinem Freund zusammen gewohnt. Das ging dann dadurch auseinander. Ja. Und jetzt lebst du? Jetzt wohne ich bei meinen Eltern. Ja. Und ja, ich habe 2 Bekannte. Ja. Wo es mir nichts ausmacht, wenn die zu mir kommen. Und ansonsten kann also eben mein Ex-Freund jetzt, wenn der kommt oder so, das geht dann gar nicht. Ramona, bist du in irgendeiner Behandlung? Ja, ich bin bei einer Beratungsstelle. Ja. Das sind aber allerdings nur Gespräche. Ja. Und in der psychologischen Behandlung direkt bin ich nicht. Wie kommt? Weil die Plätze sind da, ja, die sind einfach überfüllt. Ja. Das sind Wartezeiten bis zu 2 Jahren. Bis zu 2 Jahren? Ja. In so einem akuten Fall, das kann ich gar nicht glauben. Ja, das ist so. Ja, aber ich denke, dass es da Mittel und Wege gibt, dass dir schneller geholfen wird, bin ich ganz sicher. Ja, ich war schon, also im Vorgespräch, das geht immer. Mhm. Nur dann eben die richtige Behandlung, das dauert dann halt immer also sehr lange, ja, bis man da mal drankommt. Das kommt natürlich darauf an, was man machen will und wo man das machen will. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass man eigentlich, man kann ja nicht nach außen gehen. Mhm. Es gibt eine Selbsthilfegruppe, mhm, nur... Ja, man kann da nicht hingehen, weil eben die Panik da ist. Ja. Und ich habe jetzt eine Zeitungsannonce aufgegeben und habe dadurch Kontakt zu anderen jetzt, ja, die das auch haben. Weil es gibt sehr viele, nur das macht eben nicht merkt, weil die auch immer nur in der Wohnung drin sind. Ja. Hast du den Eindruck, dass du da in wirklich guter Beratung bist? Weil ich das nicht glauben kann, dass jemand, der so akut leidet, wie du das tust, 2 Jahre verbannt sein soll in seine Wohnung. Hast du da den guten Eindruck, dass das ordentliche Leute sind? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja, also das denke ich mir so nämlich schon. Mein Hausarzt und so, das wird dann immer so, also ich muss da oft zum Sonntagsdienst und so halt. Und es wird dann einfach immer so abgetan wie, ja, man möchte gern krank sein, man möchte nicht arbeiten oder so. Ja, unglaublich. Pass mal auf, Ramona, bleib bitte auch im Apparat, ja, und wir stellen zu unserem Psychologen rüber. Ja. Und sag dem mal, er soll dir etwas erklären zur Dornier-Stiftung. Ja.
Merkt ihr das mal, Dornier-Stiftung. Aha. Das ist nämlich ein Zentrum, ein Behandlungszentrum, die eine ganz spezielle Methode entwickelt haben für Angstpatienten, die ich sehr interessant finde. Er weiß Bescheid, er nickt mir gerade zu. Bleib mal am Telefon, wir schalten mal rüber. Ja, okay. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Ramona, ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Peggy und die ist 23. Peggy? Hallo. Hallo Peggy. Hallo, ich wollte über meinen Sohn reden. Ja. Mein Sohn ist mit Spina bifida und Hydrocephalus geboren. Das musst du erklären. Ja, und das heißt zu Deutsch ein offener Rücken. Dadurch resultiert eine Querschnittlähmung mit Inkontinent und ein Wasserkopf. Also offener Rücken heißt es der ganze Rücken? Nein, das ist verschieden. Also es kommt drauf an. Es gibt einen offenen Rücken, da kann der ganze Rücken offen sein. Es gibt verschiedene Wirbel halt. Bei uns ist es weit unten, also thorakal, Brustbereich. Es kann aber auch der ganze Rücken offen sein. Aber also bei uns ist nur ein Teil betroffen. Wie viel Zentimeter? Ja, das kann man jetzt nicht mehr so genau nachvollziehen, weil der ja geschlossen wurde. Also ich habe das noch nie gesehen, sowas. Ist es so groß wie eine Hand? Ja, das ist eine große Narbe auf dem Rücken, so im Zickzack. Aber ja, man sieht das halt nicht mehr, wie groß das ist. Es sind 4 oder 5 Wirbel betroffen. Also er wurde so geboren? Ja. Er ist jetzt wie alt? 5 Jahre. Das ist geschlossen worden? Der Rücken ist geschlossen worden, gleich nach der Geburt. Aber er hat einen Wasserkopf. Ja, der hat einen Wasserkopf, das ist aber nicht das Dramatische. Was heißt genau eigentlich Wasserkopf? Ein Wasserkopf hat jeder Mensch. Ja, klar, jeder Mensch hat einen Wasserkopf, weil jeder Mensch Liquor im Hirn hat. Ja, aber ist es schon dann was Besonderes bei deinem Sohn? Nein, ein Wasserkopf ist einfach, dass der Wasserkreislauf gestört ist und dass das Wasser, was produziert wird, nicht ablaufen kann. Mhm. Und das staut sich im Gehirn, also in den Ventrikeln. Das sind diese Hirnerweiterungen, diese, ist wieder schlecht auf Deutsch zu erklären. Und dann muss halt ein Ventil im Kopf eingebaut werden. Also wenn das nicht passiert, dieser Einbau, dann entstehen schlimme Dinge, ne? Ja, dann ist es natürlich schwierig, dann wird der Kopf immer größer und es entsteht ein Hirndruck. Ja. Und dadurch werden die Menschen halt schwer geschädigt. Also dein Sohn ist dann am Kopf auch operiert worden? Der ist am Kopf operiert worden, hat jetzt ein Ventil im Kopf. Das sieht man nicht, das merkt man nur, wenn man drüber fässt. Es ist von außen angebracht am Kopf? Also ja, unter der Kopfhaut. Unter der Kopfhaut. Hallo? Hallo? Peggy? Hallo? Peggy? Ja, hier bin ich wieder. Wir waren irgendwie unterbrochen. Also ich fragte gerade, dieses Ventil ist unter der Kopfhaut angebracht. Ja, unter der Kopfhaut, durch den Schädel durchgebohrt und da wird ein Ventil reingelegt in das Hirn, damit das Wasser ablaufen kann. Dann geht ein Schlauch unter der Haut in den Bauchraum, wo das dann verarbeitet wird. Und also diesen Schlauch und dieses Ventil wird dein Sohn zeitlebens behält er zeitlebens. Da können manchmal Komplikationen auftreten, zum Beispiel wenn er wächst, dann kann der rausrutschen oder er kann reißen oder so, aber das ist selten. Bei uns ist es noch nie gewesen. Ist dir das gelungen? Er ist 5 Jahre, da kapiert er ja schon einiges. Jo. Kannst du es ihm richtig verständlich machen, was er da hat? Ja, mein Sohn nimmt das eigentlich als ganz normal, weil er ist ja zusätzlich zu dem Wasserkopf, das merkt er ja nicht, dass er das hat. Weil da merkt er nichts Besonderes an sich. Aber er ist ja querschnittsgelähmt durch den offenen Rücken. Ja. Und das findet er aber als normal, weil er das schon immer hatte. Mhm. Und er ist eigentlich auch so ein ganz aufgeweckter Junge, hat immer freche Sprüche drauf. Peggy, ich kann mir vorstellen, dass man nach der Geburt eines Kindes, das so krank ist, erstmal sehr schwer damit zu tun hat. Ja. War das bei dir auch so? Ja, also das war natürlich schwierig, weil mein Sohn ist, ich habe es 3 Tage vor der Geburt erfahren. Mhm. Und wenn man sich immer auf ein gesundes Kind einstellt und man rechnet auch nicht, dass gerade mich das treffen sollte. Ja. Und damals zur Geburt war ich 18 Jahre alt. Und dann war das hart, wenn man gehört bekommt, Wasserkopf und querschnittsgelähmt. Mhm. Ich habe eigentlich immer nur Wasserkopf gehört. Ja. Weil dann denkt man sich, da ist so ein Kind mit einem großen Kopf und nichts weiter. Ne? Das war eigentlich gar nicht so. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du dich so richtig damit abgefunden hast und gesagt, das ist nun mal mein Kind und wir machen das Beste draus? Nein, das dauert natürlich. Das dauert über Jahre. Mhm. Die erste Zeit war sehr schlimm, weil man hat Angst vor der Zukunft und was werden soll. Mhm. Aber mittlerweile ist es für uns was ganz Normales. Außenstehende finden es immer schrecklich und wir sind eine ganz normale Familie und haben auch 2 ganz normale Kinder. Ja. Plus die Außenstehenden sind immer das Problem. Ja.
Und deswegen finde ich es immer schade, wenn zum Beispiel Leute einen auf der Straße treffen, ach Gott, sind sie schwer dran. Dann sage ich mir, ich bin nicht schwer dran, ich habe zwar viel Arbeit, aber es ist nicht so schlimm. Das ist dann schon auch nervig, ne? Ja, das ist nervig. Ja. Für euch ist das jetzt ganz normal. Bei uns ist es was ganz Normales. Der Junge ist, wie er ist, und er wächst halt so auf jetzt. Er wächst halt so auf. Ja. Es ist natürlich viel Arbeit damit verbunden, Pflegesachen, was halt dazugehört. Ja. Aber wir sind so glücklich miteinander eigentlich. Liebe Peggy. Die Sendung ist zu Ende. Ich danke auch dir für deinen Anruf und einen schönen Gruß an den Sohnemann. Jo, danke. Tschüss. Tschüss, Peggy. Ciao. Freunde, das war's für diese Nacht. In der Technik war die Anne Buchholz, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht haben wir wieder eine offene Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Ciao.